Hallo Leute, ich bin Silou und ich habe heute mal was Irisches für euch. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so üblich für mich, irischen Whisky zu verkosten. Aber ich habe mal so ein bisschen meinen Whisky-Schrank aufgeräumt und noch ganz hinten in der letzten Ecke ein Sample gefunden, was ich vor Ewigkeiten von Whisky Jason geschenkt bekommen habe. Ich weiß noch ganz genau, dass es von ihm ist, weil er immer die Whisky-Base-Nummern draufgeschrieben hat. Und daran habe ich es jetzt tatsächlich entdeckt. Und das ist so gefühlt eines der letzten Samples, die ich noch rumstehen habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, verkoste ich das doch einfach mal. Genau, Connemara, irischer Whisky, kommt aus der Cooley Distillery. Die gehört inzwischen zum Konzern Beam Suntory. Dazu gehört zum Beispiel auch Suntory, der japanische Whisky, Jim Beam, der American Whisky oder auch Lafroig. Und ich bleibe mir natürlich so ein kleines bisschen treu. Connemara ist der einzig rauchige irische Whisky, den es gibt. Das heißt, wir haben hier einen rauchigen Whisky, den ich euch schon mal vorbereitet habe, mit Sherryfass-Einfluss. Also wirklich das, was ich momentan so am allerliebsten, allermeisten trinke, Rauch mit Süß. Also momentan so die Kombi, die ich am meisten feiere. Ich bin sehr gespannt. Wir haben 46%. Und ich habe vorhin gerade noch gelesen, dass bis zu 15, also das Älteste, was da drin ist, ist 15 Jahre alt, ist da drin verheiratet worden. Also es ist kein Blend, es ist ein Single Malt, aber eben mehrere Fässer drin vereint, um so ein bisschen diesen Mix zu bekommen aus den kräftigen Rauchnoten, aber auch den weichen, sehr komplexen Holzeinflüssen, die eben so ein älterer Whisky auch mitbringt. Und dann einige Monate, also gereift in Ex-Bourbon-Fass und einige Monate nachgereift in einem Sherry-Fass. So. Viel geblabbelt. Ich habe nicht herausgefunden, ob er gefärbt oder kühlgefiltert ist, aber die Farbe spricht sehr für ein Sherryfass. Ist schönes dunkles Gold mit einem leichten Rotstich, also sehr typisch tatsächlich für einen Sherryfass-Einfluss, weil Sherry ist nun mal rot, gibt entsprechend die Farbe. Er ist übrigens 2009 abgefüllt. Und wahrscheinlich habe ich den irgendwann 2015, 2016 bekommen. Der Gute hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. War Gott sei Dank gut eingeschweißt. Alkohol ist noch drin. Oh, und der riecht so richtig schön nach muffigem Keller. Oh, das liebe ich ja. Ach ja, richtig geil. Also wirklich so an der See irgendwo, so diese leichte Salznote, die in der Meerluft hängt, die im Hafen rumschwabbert. Und dann gehst du da runter in diesen Keller und hast so diese alten, holzigen Fässer. Also wer von euch schon mal ein Warehouse-Tasting mitgemacht hat in einer Distillerie irgendwo an der Küste, zum Beispiel Bonhaven oder Bowmore oder Artbeck, der wird diesen Geruch kennen. Ich fand die tatsächlich bei Bowmore und bei Bonhaven mit am intensivsten, weil da einfach dieses feuchte alte Mauerwerk dazu kam. Das war einfach grandios dort reingegangen. Und dann bei Bonhaven war natürlich noch besonders lustig, dass die dort in ihrem Warehouse Nummer 9 alte Kirchenbänke stehen hatten. Und da fühlte man sich so ein bisschen ich habe mich gefühlt, als würde ich zu einer ganz besonderen Sonntagspredigt gehen. Also so würde mir Kirche durchaus gefallen. Oh, ja, also der riecht super geil nach diesem muffigen alten Keller. So hat diese süße Sherry-Note mit drin. Ich kann ja jetzt mal wieder versuchen herauszufinden, ob es ein trockener oder ein nicht trockener Sherry ist. Also Oloroso oder Peaks. Kriege ich bestimmt wieder nicht hin. Oh, das ist schwierig. Oh, ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Diese Holzplanken. Nur für euch setze ich mich hier auf diese Dinger. Au. Irgendwann muss ich mir mal ein Kissen mitnehmen, damit ich meine Knöchel drauf betten kann. Boah, das ist schwierig. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass der eher so ein bisschen sauer ist, so helle Traubenmäßig. Und nicht so schwer süß. Also ich habe jetzt nicht so diese rosinigen Noten.
sondern fast wie bei so einem sauren Weißwein oder so. Interessant. Ich kann trotzdem noch nicht sagen, ob es Birk oder Rose ist, aber ich versuche mich dem Sherry-Geruch ein bisschen mehr zu nähern. Also Geruch ist schon mal eine 10 von 10, Slange. Geil. Die Süße ist gar nicht so intensiv, aber die macht was ganz Interessantes mit dem Rauch. Also am Anfang ist der Rauch so super erdig, so wie nasser Torf. Dann kommt das so ein bisschen so, als würdest du den anzünden, als würdest du ein bisschen qualmen. Dann hast du so diesen süßen, warmen, angenehmen Lagerfeuerrauch, so von frisch brutzelndem Holz. So dieser ganz geile Geruch, wenn so dieser Holzzucker dann im Feuer brennt. Und dann hinten raus kippt der so ins super salzige, so als würdest du quasi dein mit Torf und Holz angezündetes Lagerfeuer jetzt mit einem Eimer kalten Salzwasser löschen. Richtig geil. Der wird jetzt auch in der Nase extrem salzig. Heftig. Das war der vorhin nicht. Da hatte ich halt hauptsächlich diesen Keller und so ganz leicht diese Salzbrise. Aber jetzt ist es... Boah, der wird richtig krass salzig. Geil. Jetzt kam so dieser muffige Keller zwischendrin mit durch. Das war auch sehr angenehm. Ganz am Ende ist so eine leicht aprikosige Note, die so übrig bleibt. Er ist schon noch da, aber jetzt nicht so kräftig im Abgang. Hinten raus dann so ein bisschen aschig jetzt auf der Zunge. Jetzt kommen da auch so ein bisschen Schokonoten raus, aber so Vollmilchschokolade. Interessant. Also sehr, sehr viele Facetten, die der hat. Hätte ich nicht gedacht. Oh, und ich habe tatsächlich kurz in die Whisky Base geguckt, in den Eintrag. Das war ein Small Batch. Und dadurch, dass der natürlich jetzt schon eine Weile alt ist, glaube ich, dass ihr den nicht mehr unbedingt kaufen könnt. Und wenn, dann nur zu einem durchaus teuren Preis. Also ich habe jetzt so einen Durchschnittspreis von 150 Euro gesehen. Das tut mir echt leid. Ich bin manchmal so vercheckt und verkoste dann so Whiskys einfach so viel zu spät. Ja, wenn einer von euch den im Schrank hat, vielleicht freut er sich jetzt, weil er jetzt endlich weiß, wie er schmeckt. Ja. Und für alle anderen, sorry. Vielleicht findet ihr ihn ja im Whisky-Laden eures Vertrauens und könnt ihn dort mal verkosten. Oh, jetzt war wieder was anderes drin. Oh, jetzt hatte ich so grünen Apfel, so wie diese sauren Apfelringe, die du so, diese Gummibärchen, die es so im Supermarkt gibt. Also der hat echt mega, mega viele Facetten. Und ich werde jetzt auf jeden Fall auch noch den Rest hier genießen. Das Sample ist nämlich offiziell alle. Jetzt hatte ich den sauren Apfel auch am Anfang. Der wird weicher mit der Zeit. Ja. Er ist jetzt... Ich verhedere mich hier mit meinem Kabel. Er ist jetzt definitiv weicher gewesen. Süßer. Der Rauch stand nicht mehr ganz im Vordergrund. Oh, ich hoffe, ich bin überhaupt scharf gestellt. Bestimmt nicht, ne? Ich ändere noch mal ganz kurz was.
So, na hoffentlich klappt das jetzt. Mal gucken. Kann auch sein, dass ich das ganze Video über unscharf bin, dann ist es so. Dann müsst ihr das als Audio genießen, wenn ihr es nicht ertragen könnt, den Anblick. Der ist wirklich sehr lecker. Jetzt im letzten Schluck ist der hinten raus sogar so ein bisschen scharf geworden. Sehr interessant. Ja? Ja, der ist hinten raus so ein bisschen scharf geworden. Pfeffrig. Das bleibt jetzt auch ziemlich lange. Ja, delikat. Sehr delikates Teil. Sehr kräftig. Geschmacklich weniger süß als gedacht. In der Nase, ein Fisch, in der Nase super süß, tolles Teil, würde eine 10 von 10 geben, aber Verfügbarkeit und Preis drücken das Ganze auf eine leider 9 von 10. Vielleicht hat ja einer von euch das Ding im Schrank, wenn ja, schreibt es unbedingt mal in die Kommentare oder ihr habt den schon mal probiert oder wisst, wo es den noch zu kaufen gibt, findet den selber total geil oder total scheiße. Ich freue mich immer über eure Meinung. Das ist ja Schöne am Whisky, dass wir alle so einen unterschiedlichen Geschmack haben und unterschiedliche Sachen toll finden. Damit ist das immer so eine sehr diverse und bunte Welt. Und ja, mein Whisky ist jetzt leider alle. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr das Video hört. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.